In Weimar beginnt das Programmjahr der Klassikstiftung immer mit dem Geburtstag von Maria Pawlowna am 16. Februar. So hat also das Jahr 2017 begonnen. Was wird es bringen? Luther? Luther machen im Wesentlichen die anderen. Wir bei der Klassikstiftung machen Winckelmann. Warum Winckelmann? Johann Joachim Winckelmann wurde vor 300 Jahren geboren, am 9. Dezember 1717. Und wir werden gleich in diesem Frühjahr mit einer großen Ausstellung über diesen Vater der wissenschaftlichen Kunstgeschichte und der wissenschaftlichen Archäologie unser Programm beginnen. Johann Joachim Winckelmann, Moderne Antike. Diese Ausstellung wird das ganze neue Museum einnehmen und ich glaube, es ist an der Zeit, sich wieder mit diesem bedeutenden Aufklärer des 18. Jahrhunderts zu beschäftigen. Aber dies ist nicht die einzige Ausstellung. Auch das Bauhaus wirft seine Schatten voraus. Das große Jubiläum 2019 steht nun schon vor der Tür. Und wir werden auch dieses Jahr nicht vergehen lassen, ohne eine wichtige Ausstellung zum Bauhaus vorzustellen. Im August eröffnet unsere Ausstellung über Gerhard Marx, Wege aus dem Bauhaus. Gerhard Marx ist einer der ganz frühen Protagonisten des Bauhauses in Weimar. Er leitete die Töpferei in Dornburg, aber er hat sich schon 1925 vom Bauhaus getrennt und ist nach Burg Giebichenstein nach Halle gegangen. Dieser Mann hat das ganze 20. Jahrhundert geprägt mit seiner Arbeit. Er hat ein riesiges Netzwerk von Bauhäuslern und Nicht-Bauhäuslern sein Leben lang um sich geschart. Und dieser Wirkungsgeschichte wollen wir mit einer großen Ausstellung ebenfalls im neuen Museum nachspüren. Was gibt es sonst? Es gibt unendlich viel, aber auf eines möchte ich noch ausdrücklich hinweisen. Es ist dies auch ein Jahr der Frau von Stein. Frau von Stein wurde vor 275 Jahren geboren und sie war eine zentrale Figur des klassischen Weimar und deswegen wollen wir ihr eine kleine Reihe von Veranstaltungen widmen. Dies umso mehr, als das Haus, in dem sie ein halbes Jahrhundert lebte, nunmehr seit über 10 Jahren geschlossen ist, Baustelle. Weimar hat sich daran gewöhnt, dass das Haus der Frau von Stein nicht zugänglich ist. Kommen Sie deswegen nach Kochberg. In Kochberg gibt es ein reiches Programm an Veranstaltungen, Vorstellungen im Liebhabertheater, die alle etwas mit der großen Frau von Stein zu tun haben.